herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Printer Magazin. So, das ist der ungefähr 40. Versuch, diesen Satz jetzt vernünftig zu sagen. Und ich gebe mir wirklich richtig Mühe, glauben Sie es mir. Es ist schwer. Also, Eladio, einer unserer AIDA-Stars, hat geschafft, zu Weihnachten eine Messe zu organisieren auf Belize. Da hat die christliche Gemeinschaft die Kirche zur Verfügung gestellt und da wurde dann gefeiert. Als Dank dafür hat er beim nächsten Anlaufen ein Konzert gegeben, eben in dieser Kirche, für die Bewohner. Und das hat allen richtig Spaß gemacht. Gucken Sie mal. Mein Name ist Eladio Pomaran. Ich bin von den Philippinen geboren. Ich bin jetzt seit langem auf AIDA und habe ich schon gesungen, auch mit Musik gespielt. Das ist mein Leben. Musik ist mein Leben. Auch viele Katholische und auch Christians an Bord. Und Weihnachten ist sehr, sehr wichtig für uns. Und mit dem Gottesdienst gibt es mehr Spannung und Energie, kann man mit weiterfahren. Und mit Versprechen machen wir als zurück, als Geschenk, ich mache ein Konzert. Und deswegen wir hier in Belize in dieser Zeit, wo ein Konzert vor der Kirche. Ich bin auch neugierig, weil ich habe keine Erwartung, weil habe ich das nur mit Information Eladio, das ist schon ausverkauft, so ein 800 Platz. Und auch Opern, Musical haben auch so Pappmusik und so mit Tanzmusik am Ende. Das war ein Riesenfeiern. Today was a very important, was exciting because all our people get to know another kind of music, a beautiful music. The children and the young people need to know that kind of music. It was so amazing. Yes, I didn't expect the whole team. Sie haben sich mehr Ausflüge gewünscht und dem Wunsch kommen wir natürlich gerne nach. Gucken Sie mal. Wir fahren heute Fahrrad durch. Cartagena! Auf geht's! Also wir sind mit dem Schiff heute früh, wie gesagt, hier reingefahren, dann auf die Stadt zugefahren natürlich und hier, wo das Schiffssymbol ist, dort liegen wir heute. Und dann sind wir durch die Vororte hindurchgefahren, tatsächlich hier in die historische Altstadt, direkt am Meer gelegen. Und dieser Finger, der hier ins Wasser reicht, von dem ich immer sprach, das ist Boca Grande, das ist die Neustadt mit den Hochhäusern. Schöne Tour, hat viel gesehen, Altstadt, Neustadt. War sehr abwechslungsreich. Abwechslungsreich, kann man empfehlen. Jetzt fahren wir im Folgenden einmal nochmal wieder durch die Vorstädte hindurch, immer am Wasser entlang. Und das Schiff sehen wir dann schon am Horizont, dürfen uns schon drauf freuen. Es gibt ja
immer wieder Spezialprogramme für Kids und Teens an Bord. Diesmal stand die Stärkung des Selbstbewusstseins im Fokus. Leon-Training, das sind wirklich Experten in dem Gebiet, haben unseren Kindern erlaubt, richtig laut zu sein und richtig mutig zu werden. Gucken Sie mal. Grundsätzlich lernen sollen die Kinder erstmal überhaupt nichts, weil die sind ja hier nicht im Unterricht in der Schule, sondern sie sind im Urlaub. Und was wir schaffen wollen, ist, dass die Kinder eine positive Urlaubserfahrung mitnehmen mit sinnvollen Tipps und Tricks für den Alltag, die sie hier mit dieser Reise verbinden und die sie eben auch darüber hinaus noch begleiten können. Das ist ein Workshop, den wir machen, der heißt Kleine Helden. Ja, Kleine Helden Fun ist hier heute das Motto für die Kinder. Wir erzählen natürlich hier keine Horrorgeschichten, sondern wir geben das Thema vor und sagen, Mensch, was kann den Kindern denn so im Alltag passieren? Und dann kommen die ja von ganz alleine drauf und sagen, ah, ich könnte angesprochen werden oder da könnte einer im Auto stehen. Und dann gehen wir darauf natürlich ein und versuchen dann altersgerecht Verhaltensweisen den Kindern eben beizubringen, die sie aus diesen Situationen sicher wieder herauskriegen. Also ich habe hier gelernt, wie man sich am besten selbst verteidigen kann, auch wenn man jetzt nicht so der Stärkste und der Größte ist, kann man sich trotzdem gut gegenüber Menschen verteidigen. Wir wollen die Kinder eben ermutigen, letzten Endes neue Verhaltensweisen mitzunehmen, zu erlernen. Beispielsweise Kinder, die eine leise Stimme haben, die sich nicht trauen, aus sich rauszukommen, die sollen es schaffen, hier ihre Stimme gezielt einzusetzen, mal laut zu sein, präsent zu sein, ja, ihre Stärke zu zeigen. Das gibt ihnen auch ein ganz neues Selbstbewusstsein und das ist eben das, was wir hier erreichen wollen. Ich würde sagen, zusammenfassend ist die wichtigste Maßnahme, wie wir immer sagen, hier bei dem Training, die Scheinwerfer anzumachen. Ne? Die üblen Kerle oder wie man auch sagt, die üblen Kerlinnen, die wollen gerne in der Dunkelheit agieren mit den Kindern, leise, verborgen. Und wenn die Kinder es schaffen, die Scheinwerfer anzumachen, Präsenz zu sein, stark zu sein, wehrhaft zu sein, Erwachsene auf sich aufmerksam zu machen, zu zeigen, ich brauche Hilfe, hier bin ich, komm zu mir, dann ist es wahrscheinlich die wichtigste Maßnahme des Trainings, dass sie das erreichen. Also laut schreien ist erlaubt, wenn man jetzt zum Beispiel in einer Konfliktsituation ist und Leuten Aufmerksamkeit, also die Aufmerksamkeit von anderen Leuten haben will, damit die wissen, okay, du hast ein Problem mit dieser Person, die attackiert dich. Und da ist halt am besten zu schreien Stopp, weil dann gucken auch alle meistens. Gehirn klein um und schreien. Wenn die Kinder angesprochen werden, dann können sie natürlich erstmal was sagen. Wir arbeiten natürlich viel mit der Stimme und dass man dann sagt, lassen Sie mich oder Sie sind nicht mein Vater. Und dabei geht es natürlich nicht darum, dass man unfreundlich oder frech zu den Erwachsenen ist, sondern dass man Präsenz zeigt, dass man Stärke zeigt. Und wenn man es mit freundlichen Erwachsenen zu tun hat, dann werden sie es ja erst recht verstehen. Und wenn man es mit Bösen zu tun hat, dann haben sie ja genau das richtige Verhalten an den Tag gelegt. Von daher geht es darum, stark zu sein und nicht etwa frech oder beleidigend zu Erwachsenen. Ja, ich habe was Neues gelernt und fühle mich damit sehr sicher. Daher, dass die beiden uns das super erklärt haben und halt gesagt haben, warum das so effektiv ist und ja, wie man das am besten anwenden kann und wann. Und jetzt kommen wir zur Frohlockung der... Nee, das war falsch. Die Verlockung der Woche, so ist es korrekt. Jetzt kommen wir zur Verlockung der Woche. Wenn Sie mehr wissen wollen über unsere Reisen, gehen Sie ins Reisebüro oder gucken Sie auf www.aida.de. Und jetzt kommt sie, die Verlockung. Bitte schön. Wohlfühlen auf AIDA. Das bedeutet, unterwegs zu sein. Zunächst von Warnemünde nach Tallinn, der estnischen Hauptstadt. Es geht nach St. Petersburg und weiter nach Finnland. Helsinki wartet mit nordischer Geschichte und Moderne. Unser nächstes Ziel ist Stockholm in Schweden. Weiter geht es dann zur geschichtsträchtigen Hafenstadt Danzig. Noch ein Stopp in Kopenhagen, bevor es zurück nach Warnemünde geht. Hinter mir arbeiten die Kollegen der Woche, hier kommen die Bilder der Woche und ich mache mich jetzt auf den Weg in die Karibik und da melde ich mich das nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Whatever they be, dream high.
little dream.